Ja, wir können Hühner kaufen. Yay! Tiere wurden an ihre Farm geliefert. Wie viele brauchen wir denn eigentlich? Vermehren die sich dann auch selbst? Oh, ich glaube, wir brauchen da ein paar mehr noch. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industry in der Early Abszess. Meine lieben Freunde, wir gehen mit großen Schritten in das Atomzeitalter voran. Atomkraft, ja bitte, ist das Motto immer noch. Und wir haben beim letzten Mal es schon geschafft, die Uranmine wieder in Betrieb zu nehmen. Hier oben ist sie, auf der Weltkarte, habe ich das jetzt mal hier gemacht. Und das Ganze dient natürlich dazu, dass wir Rohuranerz bekommen, was wir dann entsprechend verarbeiten können. Wir sind gerade noch dabei, die Anlegestelle für den Uranlieferando an den Start zu bringen. Hier an der Stelle wird das entstehen. Ihr seht schon, da muss noch ein bisschen was aufgeschüttet werden. Das dauert noch ein bisschen. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Captain of Industry in der Early Abszess reinziehen, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts oben in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und selbstverständlich könnt ihr gerne die Kommentare benutzen und mir mitteilen, wie ihr das hier alles findet, was ihr für Methoden anwendet hier in Captain of Industry. Und ich baue jetzt hier an der Stelle schon mal eine Infrastruktur auf für die Verarbeitung von dem Uran, wenn es denn mal irgendwann dann kommt tatsächlich. Also wir machen das mal so, dass wir hier parallel zu diesem Dock schon mal einen Lagerpunkt aufbauen, wo wir dann schon mal das Uranerz zwischenpuffern können, damit wir dann über die verschiedenen Ausgänge hier entsprechend schon mal die Schredder, die Brecher schon mal installiert kriegen hier. Das machen wir jetzt einfach mal so. Nicht wahr? Dass wir das hier einfach mal hochnehmen. Der Gerät kann ruhig noch ein bisschen nach vorne, damit wir da noch ein bisschen Platz haben. Ich habe immer bei dem Brecher habe ich immer das Problem, dieser Eingang vom Brecher ist immer so weit oben. Und da ist immer so schwer zu erkennen, auf welcher Höhe man den bauen muss. Oder wie weit weg man den bauen muss, damit man das Förderband da noch entsprechend auf die Höhe kriegt. Das ist immer ein bisschen schwierig. So, genau, das machen wir jetzt dann erstmal so, genau. Erstmal nur einen, ja, erstmal nur einen Brecher. Genau, und dann brauchen wir noch das Absetzbecken, denn das geschredderte Uranerz muss dann nämlich mit Säure zusammen in das Absetzbecken geleitet werden. So, das machen wir jetzt einfach mal hier drüben hin. Und das können wir ja dann auch schon anschließen eigentlich. Mal gucken, wie viel braucht man denn da? 12 pro Minute und hier kommt raus. Also jede Anlage produziert genug, um ein Absetzbecken zu versorgen. Sehr gut, dann kommt giftiger Schlamm raus. Das heißt, wir brauchen da auch eine Recyclingmöglichkeit. Säure brauchen wir auch, die müssen wir dann auch hier hochlegen, alles klar. Also ihr seht schon, das ist, da muss einiges, muss da gemacht werden. Warte mal, ich muss es anders umdrehen, sehe ich gerade. Sekunde, Sekunde, warte mal, wo ist denn nochmal jetzt das Absetzbecken gewesen? Hier, Absetzbecken. So muss es sein, genau. Hinten muss es rein. Immer schön hinten rein. Und hier wird jetzt immer schön aufgeschüttet, ihr seht das. Das ist ganz wichtig, dass sie das hier immer schön aufschütten. Das Gestein wird gerade nicht zum Aufschütten genutzt. Das Gestein wird gerade noch genutzt, um das hier zu schreddern für unsere Filter. Aber das ist gut hier, das läuft ja auch irgendwann voll. Denn diese Filter braucht man dann, die Filterelemente braucht man dann, um die Abwässer von der Uranverarbeitung auch noch zu filtern. Weil das geht nur mit diesen Filtern. Deswegen, da müssen wir auf jeden Fall auch immer dafür sorgen, dass da schön was reinkommt, definitiv. Ganz wichtig. Ganz wichtig, ganz wichtig. So, das Ding ist jetzt fertig hier. Uran, genau. Sieht gut aus. Ja, und das kommt dann von hier unten, ne? Kommt das dann hoch. Wird dann hochgefördert aus dem Dock. Wie sieht denn da eigentlich das Gelände aus? Ja, das ist hier ganz schön tief schon. Da müssen wir mal schauen. Das kann eine Weile dauern, bis das aufgeschüttet wird, tatsächlich. Ich bin auch gerade am Überlegen, ob ich es vielleicht tatsächlich nochmal ändere und vielleicht lieber die Rampe schräg mache nach unten, sodass wir den Anleger ein bisschen näher noch an der Küste haben. Da müssen wir nicht so viel aufschütten. Zur Not, wenn hier mal was übersteht, müssen wir es halt noch wegbaggern lassen einfach. Weil ich glaube, so geht es, glaube ich, tatsächlich schneller, wenn wir das so machen. Ich meine, hier ist es auch recht tief, aber hier haben wir halt durch die Küste, durch die Abschüssigkeit der Küste, nicht so eine tiefe Stelle, wo wir das dann aufschütten müssen. Das müsste passen eigentlich. Und dadurch, dass die Rampe da auch schmaler ist, zur Not müssen wir halt, wenn da ein bisschen Fels noch übersteht, den Bagger hier einfach nehmen und den dann einfach noch ein bisschen was wegräumen lassen. Man könnte den Bagger tatsächlich nehmen und das lieber auch wegbaggern lassen tatsächlich. Das würde vielleicht sogar noch schneller gehen, anstatt das aufschütten zu lassen. Jetzt dämmert es mir gerade so, man könnte es ja auch wegbaggern einfach. Also man könnte einfach das hier unten gleich reinfräsen.
Den packen wir dahin und sagen, bau mal den Kontrollturm schneller. Pass auf, jetzt wird das richtig geil. Jetzt macht man das nämlich ganz easy going in the hood. Wir machen das jetzt einfach hier. Pass auf, so. Das ist viel schlauer eigentlich. Ich muss nur gucken, dass wir die richtige Höhe treffen. Ich glaube, so ist es schlauer. Dann schlagen wir das Ganze schneller. Weil ich glaube, baggern geht schneller als aufschütten. Beziehungsweise man hat dann beides an einer Stelle. Die Aufschüttung hat man an einer Stelle. Nicht wahr? Man hat die Aufschüttung an einer Stelle und die Baggerstelle an einer Stelle. Weil ich glaube, guck mal, hier müssen wir gar nicht so viel machen, wie ihr sagt. Was Aufschüttung angeht. So, jetzt genau. Jetzt muss ich noch was anderes machen tatsächlich. Absetzbecken hat kein Rezept ausgewählt. Wir müssen jetzt die Absetzbecken und sowas alles und die Schredder, die müssen wir jetzt erstmal pausieren. Die brauchen wir jetzt noch nicht. Wir müssen ja erstmal jetzt dafür sorgen, dass die ganzen Rohstoffe da reinkommen, genau. So, jetzt brauchen wir hier hinten, müssen wir noch was machen, weil der eine Großlastwagen-Kippmulde hier, der hat kein Ziel, was er bearbeiten kann. Genau, der will nämlich da unbedingt da das Tierfutter abholen. Damit er das nicht ständig macht, sagen wir jetzt hier bei dem Tierfutter-Ding einfach mal LKW-Import aus und LKW-Export auch aus. Großlastwagen-Kippmulde hat keinen Treibstoff. Können wir den auch mit Unity befüllen, zufällig? Weiß ich jetzt gar nicht. Okay, jetzt kann er das Tierfutter natürlich nirgends reinpacken. Das ist natürlich schlecht. Aber egal, warte. Genau, hier ist ja Tierfutter drin. Wir machen jetzt Folgendes. Wir produzieren hier ja aus Mais Tierfutter. So, da legen wir jetzt mal ganz schnell... Also, das, der Mais soll, oder beziehungsweise dieses... Der überschüssige Mais, so rum. Ich fange mal so an. Soll zu Tierfutter verarbeitet werden. Das Tierfutter wiederum soll zu Kompost verarbeitet werden. Und damit das halt nicht immer von den Lastwagen hin und her transportiert wird, das Tierfutter, müssen wir jetzt halt dafür sorgen, dass das halt hier hinten erstmal gesammelt wird. Da in diesem Behälter. Können wir schon mal machen lassen. Dann läuft das hier hinten schon mal nicht voll. Da können wir hier nämlich den LKW-Import und Export ausmachen. Genau, dann machen wir hier jetzt nämlich aus diesem Behälter, der da jetzt das Tierfutter so gehortet hat, da machen wir jetzt einfach mal noch ein Band und das legen wir jetzt einfach mal. Warum lässt du aus dem überschüssigen Kartoffeln keine Snacks machen? Mit Mais geht das auch. Weil ich aus den überschüssigen Kartoffeln... Wir haben außerdem gerade gar keine überschüssigen Kartoffeln mehr. Das ist Problem Nummer 1. Problem Nummer 2 ist, wir machen aus den überschüssigen Kartoffeln gerade schon Kompost und Biogas. Ich glaube, die Logistik für das Tierfutter, da muss ich mir noch mal was überlegen. Das ist noch nicht so ganz so optimal, wenn ich das hier so sehe. Aber hier komme ich gar nicht mehr durch. Warte mal, ich mache jetzt mal diesen Leuchtturm. Warte mal, den mache ich jetzt mal weg. Wir machen mal das Band bis hierhin. Und jetzt mache ich mal diesen Leuchtturm. Den brauchen wir definitiv nicht mehr. Unsere Siedlung wächst jetzt schon von alleine. Und der ist ja nur für den Anfang, wenn die Siedlung noch nicht wirklich selber wächst. Genau, wunderbar, wunderschön. Haben wir da schon mal eine Förderlinie für Kompost, haben wir dann schon mal so umgeleitet. Und dann wird das hier immer schön verarbeitet. Wir verarbeiten hier alle 60 Sekunden 6 Einheiten. Hier werden Tierfutter 4,5 wird hier produziert. Und hier wird produziert 66. Alle 60. Alter Schwede, wie viel können wir da bitte machen? Krass. Vielleicht sollte man einen Teil von dem Tierfutter vielleicht tatsächlich schon zu Hühnern verarbeiten auch. Wir haben ja die Möglichkeit auch Tiere zu halten. In der Hühnerfarm. Da müssen wir Handel treiben. Warte mal, wie ist denn das? Muss man die sich einmalig kaufen oder ist das ein Handelsvertrag? Einmalig können wir die machen. Aber da braucht man einen Ruf von 2. Ist jetzt halt die Frage. Also mir wurde schon gesagt, Hühner brauchen sehr viel Wasser und sehr viel Nahrung halt. Juhu, jetzt gibt's ein KFC. Ich glaube, ich baue jetzt hier mal die Hühnerfarm hin. Komm, was soll der Geiz? Ich habe irgendwie Bock drauf. Ich habe Bock drauf auf Huhn. Kennt ihr das, wenn man so richtig Bock auf Huhn hat? Ich wäre ein Huhn, ich hätte nicht viel zu tun. Machen wir da gleich mal so eine Überschusslösung. Wir sagen, die Hühner werden priorisiert. Beim Ausgleicher für Schüttgut, genau. Werden dann die Hühner priorisiert und alles, was nicht zum Huhn geht, das geht halt dann in den Mixer da rein. Einmalig und dann wächst die Hühnerfarm. Ja. Meine lieben Freunde, Kentucky schreit... Kentucky... Freit schicken, so rum. Jetzt hätte ich beinahe was gesagt, was vielleicht für den weiteren Verlauf dieser Reihe gefährlich sein könnte.
So, hier, Achtung, so. Und jetzt 50 Stufe 3 Teile braucht das nur. Das geht alles. Keine Forschung aus hier. Ups, da habe ich wieder geschlafen hier. Haushaltsgeräte lassen wir mal gleich noch erforschen, würde ich sagen. So, genau, guck mal, das läuft doch. Und hier, das braucht man auch noch. Muss auch schnell gebaut werden, genau. Ah, Wasser noch. Wasser, Wasser, Wasser. Wasser ist hier, ne? Ja, Wasser ist da. Ist ja auch entsalztes Meerwasser, glaube ich. Wie viel Wasser ist denn das, was da gebraucht wird? Ich habe keine Ahnung. Ich leg das jetzt einfach hier drüber. Und damit kriegen wir Hühner, oder? Huhn. Null. Alle 60. Warte mal, wir müssen Hühner importieren noch. Okay, da müssen wir erstmal jetzt der Stadt hier... Nee, welche war das jetzt? Die Stadt hier. Der müssen wir jetzt erstmal spenden. Die braucht die Stufe 2 Teile. Okay, warte, spenden müssen wir machen. Wir müssen jetzt Wohltäter spielen. Wir müssen die Stadt bestechen, solange bis sie uns entsprechend das Zeug gibt. Oh, ich muss noch reparieren, mein Schiff. Und dann kann ich schon mal das Beladen des Schiffs starten eigentlich. Du musst jetzt die Hühner kaufen. Ja, stimmt. Bevor wir Hühner bekommen, also züchten können, müssen wir die natürlich auch noch kaufen. Das ist richtig. Ja, guck mal. Siehst du, wie geil das hier ist jetzt? Guckt euch das mal an, wie geil das jetzt hier ist. Aber was jetzt hier natürlich fehlt. Ich muss jetzt mal hier die Dinger hier mal wegmachen. Oh, nee, warte, stopp. Brich das ab. Brich das ab. Nein, jetzt muss er den wieder aufbauen. Okay. Ach, egal. Lalala, das war jetzt falsch. Ich wollte eigentlich... Da, egal. Moment. Ich wollte hier noch... Nee, Moment, eigentlich brauchen wir das hier nicht. Ach, egal. Ja, nee... Bläh. Tralala. Naja, wir lassen einfach alles, wie es ist. Aktionismus, Aktionismus. Blinder und sinnloser Aktionismus. Und da hat der Crazy Chris gleich 2 Abos verschenkt. An Müde Bär und an Chris die Joker. Nice. Dankeschön. Vielen Dank. Nein, Moment, was wollte ich jetzt? Der Kippladenlaster kann ja immer noch nicht kippen. Wo will er jetzt schon wieder hin? Der will da zu dem Ding. Ach Mann, irgendwie ist der doof. Ich weiß auch nicht. Vielleicht ist es auch sinnvoller, den einfach zuzuweisen zu einem von diesen Behältern hier und dann einfach zu sagen... Weil er kommt halt nirgends voran gefühlt. Es ist voll sinnlos, die Teile zu benutzen irgendwie. Oh, und hier muss ich das Labor schon wieder pausieren. Weil wir nicht mehr noch Forschungsteile haben. Also er kommt hier halt auch nicht ran. Wobei, man könnte ihm hier natürlich eine Rampe hinstellen. Okay, warte, ich versuche ihm mal hier eine Rampe wenigstens noch hinzustellen. Da muss ich nur gucken, wo ich die am besten hinstelle. Der kommt, glaube ich, hier auch schon nicht durch. Hier ist auch zu eng. Man müsste die Dinger hier zurückbauen vielleicht. Dann könnte er hier drüber fahren. Warte mal. Ich baue mal hier diese Reihe weg. Wir haben ja eh die Entsalzung da am Start. Das müsste hier gar nicht mehr so ins Gewicht fallen. Wir machen das hier mal alles... Jawohl, das muss ich stehen lassen. Genau, das kann ich wegmachen. Mal gucken, ob der dann durchkommt wieder. Er muss ja nur da ranfahren können eigentlich. Müsste eigentlich dann gehen. Ladevorgang für Siedlung abgeschlossen. Aber die Reparatur ist noch nicht durch. Müssen wir mal kurz noch warten, bis die Reparatur fertig ist. Weise den großen LKW einer Mine zu. Ja, ich brauche den aber gerade auch nicht in irgendeiner Mine. Das ist so ein bisschen das Ding. Ich würde den gerne hin und her fahren lassen. Irgendwie. Da müssen wir mal gucken. Wir kriegen irgendwie weniger Kohle. Was ist da los? Was ist bei der Kohle los? Eigentlich, aber nee, eigentlich sieht alles gut aus bei der Kohle. Nee, sieht eigentlich, war wahrscheinlich ein bisschen viel Abraum jetzt wieder. Flüssigspeicher 2 hat eine geringe Versorgung mit Rohöl. Ja gut, das ist noch nicht ein Problem. Flüssigkeitsspeicher hat eine geringe... Oh, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein großes Problem. Unsere... Hier, die kriegen nicht mehr genug Wasser. Okay, das ist ein Problem. Definitiv safe, ein Problem. Jetzt muss ich mal gucken, wer speist denn hier jetzt wen eigentlich? Hier wird Wasser in den Kreislauf reingespeist. Okay. Moment. Das ist ganz schlecht jetzt. Das ist ganz schlecht. Hängt das denn schon am Entsalzungskreislauf dran zufällig? Ich glaube nicht. Der Entsalzer hängt da nicht mit dran. Okay, wir müssen noch einen Entsalzer bauen auf jeden Fall. Und den Entsalzer dann hier auf jeden Fall mit dranhängen. Warte mal, das war ja das Wasser, was von hier kommt, ne? Ich glaube, ja, das
Ja, genau, guck mal. Kriegen wir das vielleicht noch von woanders günstiger? Dass wir das vielleicht. Hier von hier wird auch entsalztes Wasser reingeleitet. Okay, warte, dann verbessere mal das zum Stufe 2 Rohr und dann zwacken wir das von hier noch ab und leiten das hier nach vorne und dann da rein. Oder? Nee, dann ist es doch schlauer, das von hier zu machen. Warte, dann mach das noch mit aus Stufe 2. La, la, la. Immer erst denken und dann machen, Herr Spielbär. Erst schießen, später fragen. Moment, jetzt muss ich gucken. Das Rohr ist das, genau. Leite das mal da rein. Schnell liefern. Da müsste das eigentlich passen. So, dann macht man jetzt hier nochmal eine zweite Entsalzungsanlage hin. Ja, ich kann euch sagen, aber Meerwasserentsalzung wird halt ab einem bestimmten Punkt echt wahnsinnig wichtig, weil auch gerade für das AKW braucht man dann nochmal riesige Mengen Wasser. Und die kann man gar nicht wuppen, wenn man nicht da entsprechend dann vorsorgt, genau. So, warte, mach das da rein. So, wo war jetzt Dampf? Dampf kam von da, okay. Dampf nehmen wir uns dann auch noch ab. Da rein. Schnell beschleunigen. Und so gehen die Stufe 3 Teile wieder dahin. So, Wasser, genau, Wasser kommt da rein. Und Sohle kommt dann entsprechend da rein. Schnelles Lieferunges, schnelles Lieferunges. Und dann müsste der Spaß eigentlich laufen. Direkt. Und dann kriegen wir auch ein bisschen mehr entsalztes Wasser. Weil wenn wir jetzt da so einen hohen Verbrauch haben, hier an der Stelle. Genau, das geht ja hier unten rein und dann hier in den Behälter. Genau. Gott sei Dank habe ich das jetzt noch auf dem Zettel gehabt, ey. Vielleicht brauchen wir da sogar auch schon Stufe 3 Rohr. Das müssen wir auch berücksichtigen, ne? Wir müssen immer auch die richtige Rohrgröße am Start haben. Warte mal, genau. Das ganze Rohr hier wird jetzt verbessert. Genau, ganz wichtig. Weißt du eigentlich, dass dein LP mich echt süchtig gemacht hat? Ich habe so oft schon verloren und bei dir wieder dazugelernt. Aufbauspiele sind für mich noch Neuland. Ja, das ist auf jeden Fall bei dem Spiel hier vor allem. Da hast du dir, wenn das Neuland ist, diese Art Spiel, hast du dir aber auch nicht gerade das Leichteste rausgesucht. Das muss man aber auch mal sagen, ne? Das ist halt Captain of Industries so momentan, würde ich sagen, was so diese Industrieaufbauspiele angeht, somit das Schwerste eigentlich. Weil wenn du einen Fehler machst und der zieht sich durch, dann. Und du merkst das nicht schnell genug vor allem, dann ist es irgendwann einfach nicht mehr möglich zu reagieren. So, jetzt steht dieser blöde Kippmuldenlaster da immer noch rum. Der kommt da immer noch nicht ran. Okay, warte, dann machen wir ihm jetzt hier einfach wirklich ein. Hier, warte, wir machen dieses Holzband hier mal ganz kurz so ein bisschen weg. So, und das hier müssen wir auch wegoperieren. Schnell entfernen und schnell entfernen. Ich weiß ja nicht, wie viele Förderbänder da jetzt noch kommen, aber na gut, wir fangen vielleicht erstmal mit einer kleinen Brücke an, die kostet auch nicht so viel. Wir haben auch gerade 300 Einheiten Zement auf Lager, das passt eigentlich auch. Ja, die Schwierigkeit ist hier jetzt halt, wir müssen ja auch genug Platz haben, dass der da noch langfahren kann. Das ist ja auch wieder das Problem. Dann müssen wir es eher dann so machen, vielleicht so. Er muss ja hier dann langfahren können. Kommt der da überhaupt hin? Okay, der braucht hier auch noch mal ein Dings. Alter, das ist ein Gefrickel, ich sag's euch. Das ist ein Geraffel mit diesen riesen LKWs, ey. Da, jetzt weiß ich, warum ihr gesagt habt, dass ihr euch freut drauf, wenn ich die riesen LKWs benutze. Das wird nämlich ein riesiges Geraffel mit den Dingern. Ich weiß jetzt, warum ihr das gesagt habt. Und in der Zeit, wo man jetzt hier dran rumdengelt, das ist das Gefährliche bei Captain of Industry. In der Zeit, wo man jetzt hier tingeltangelt, gehen sämtliche anderen Prozesse den Bach runter, nehme ich. Und da passieren dann lustige Sachen nebenbei noch, die man plötzlich nicht auf dem Zettel hat. So, jetzt müssen wir auch hier das Treibstoffband noch anschließen, weil ich glaube, das ist auch ziemlich wichtig tatsächlich, dass das nicht stillsteht hier. Mach das mal nach vorne. Oder nee, warte, mach das nach hinten. So, und dann da unten rein. So. Genau, weil dann können die nämlich hier am Rand noch langfahren. So, und jetzt müssen wir noch mal schauen. Jetzt müssen wir hier noch mal irgendwie eine Rampe bauen oder so. Weil der kommt, glaube ich, hier auch gar nicht hin. Hier ist nämlich auch alles zugebaut.
Das heißt, wir müssen das hier auch unterbrechen. Das ist ausgerechnet auch noch die Wasserversorgung für die Stadt. Warte mal, wie viele braucht man denn da? 1, 2, 3, 4. Da müssen wir so eine mittlere Rampe nehmen. Haben wir dafür Material? Ja, haben wir. Okay, das muss jetzt schnell gehen. Wir reißen das hier weg. Das reißen wir mal einfach komplett hier weg. Wir reißen das hier weg. Und wir reißen das hier weg. Schnelles Entfernen, schnelles Entfernen, schnelles Entfernen, schnelles... Jetzt haben wir die Wasserversorgung für die Siedlung unterbrochen. Das ist jetzt ganz prekär. Aber was muss, das muss, kann ich da noch sagen. Los, macht's weg, schnell. Schnell, 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 schnell. So, jetzt das hier schnell bauen. Dann erstmal die Wasserversorgung wieder anschließen. Das mache ich jetzt im Pausenmodus. Sonst haben wir da gleich ein massives Problem. Guck mal hier so, schnell unten drunter durch. Und da hoch. Oder warte, mach's hier hin, in den zweiten Slot. Nein, warte, so und dann dahin. Mann. Ja, lieber so, dann haben wir da noch ein bisschen Platz, um die anderen Sachen zu verlegen. So, dann das Förderband für den Beton. Das legen wir mal ganz nach außen und legen... Was? Speichern, okay. Und machen das mal so. Und dann haben wir hier noch die Rohre für, ich glaube, das war Dünger, das eine. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, mach das mal so und dann so und dann... Warte, so und so. Und das muss auch in die Richtung. Ich hoffe, ich nutze jetzt die richtigen Anschlüsse. Es wäre jetzt ultra peinlich, wenn ich jetzt die falschen erwische. So, und jetzt alles schnell bauen. Schnelle Lieferung, schnelle Lieferung, schnelle Lieferung, schnelle Lieferung. So, er müsste jetzt eigentlich schaffen können, darüber zu fahren. Also er müsste jetzt hier wieder da in der Mitte langfahren können, hier rüber, dann da lang und dann dahin. Und dann müsste er zum Dock eigentlich fahren können. Bin ich mal gespannt. Wir können ja mal in seinen Bewegungsoverlay reingucken, wo er überall hinfahren kann. Rampe, Rampe. Rampe, jawohl, das sieht gut aus. Das müsste eigentlich auch jetzt aktualisiert werden gleich. Na, komm schon, aktualisiere es. Jawohl. Jawohl, jetzt kann er hier lang fahren. Hier lang fahren. Und hier, jawohl, jetzt kann er da hin. Wenn er jetzt nicht kann, dann weiß ich es auch nicht. Kann das Ziel nicht erreichen. Warum? Wieso? Du kannst doch dahin. Hör doch auf. Was zur Hölle? Ich versteh's nicht. Vielleicht dürfen wir dieses Band nicht da so nah an das Dock ranlegen. Ja, ich glaube, man darf das Band nicht... Eine Rampe fehlt. Wo denn? Ach, da, ja, doch. Okay, ja, ja, doch. Ihr habt recht, ihr habt recht, ihr habt recht, ihr habt recht. Moment, da müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Das ist das Band, was das Recyclingmaterial transportiert. Ah, okay, ich weiß, warte. Ich weiß, wie wir das machen. Wir nehmen es nach oben. Das geht einfach hier lang jetzt. Pass auf. Dann dahin und dann da nach unten. Dann da hoch. Jetzt muss ich mal schauen, wo ist das jetzt original? Warte mal halt. Yeah, mach's erstmal dahin. So, und dann unterbrechen wir das hier mal. Das war das Band, was das Recyclingmaterial abtransportiert von der Wartung da, von der Wartungsstufe 2 Produktion. Alles gut. Ich hab's verstanden, ich weiß, was es ist. Hier noch schnelle Lieferung machen. Das läuft ja aktuell noch nicht. Alles gut, jetzt habe ich es gesehen, jetzt habe ich es gesehen. Aber da sieht man mal, was man für eine Logistik an den Start bringen muss. Wenn es darum geht, diese LKW zu nutzen, diese großen. Jetzt haben wir quasi eine ganze Folge eigentlich Bänder umverlegt. Und ich habe noch nicht ein einziges Mal mich richtig jetzt um die Atomkraft gekümmert. Also doch, so ab und zu am Anfang mal. Es ist halt echt mega krass. So, jetzt müsst ihr aber da langfahren können, oder? Jetzt mach mal hier das weg endlich. Ich habe schnelles Entfernen gemacht. Aber das ist irgendwie gerade alles andere als schnell. Jetzt.
Wehe, er kann jetzt wieder nicht. Jetzt. Ja! Geschafft! Nice. Mann, oh Mann. Das ist ja wie, wenn man versucht, ein Kamel durch ein Nadelöhr zu navigieren, ey. Unglaublich. Eigentlich eine ganze Karawane. Eine ganze Kamelkarawane. Junge, Junge, okay. So. Wo war ich stehen geblieben? Ich wollte eigentlich die Uran-Geschichte machen. Beziehungsweise, warte mal, wir müssen mal gucken, gibt es hier noch andere Probleme eigentlich? Öl wird ganz schön wenig gerade. Da müssen wir mal im Auge behalten. Nicht, dass wir da ein Problem kriegen. Der Rest ist, glaube ich, erstmal egal. Kohle wird weniger. Warum wird Kohle so wenig? Was ist da los? Das muss ich mal ganz kurz prüfen. Hier läuft irgendwie der Behälter leer. Das verstehe ich gar nicht. Der baggert sich hier gerade, warte mal. Der baggert sich gerade da in eine Zone, wo nicht ganz so viel Zeug am Start ist, ganz so viel Kohle. Und der hier, der müsste eigentlich gerade, der baggert sich gerade in eine sehr reichhaltige Kohlezone. Hm. Naja, die machen das schon. Hier wird es langsam leer, genau deswegen ist das hier so problematisch gerade. Aber gut, so ist es halt. Wir haben ja noch eine Querergänzung durch die Stock hier, was auch Kohle transportiert, also ranschafft aus der externen Mine. Du wolltest Hühner kaufen. Stimmt. Warte mal, hatten wir das... Das habe ich noch nicht losgeschickt, wa? Nee, Warte, warte. Ja, genau. Fracht ausliefern. Jetzt hat, genau. Ich wollte Hühner kaufen. Wir wollen KFC haben hier auf der Insel. Hoffentlich reicht das mit der Lieferung. Wahrscheinlich müssen wir noch eine zweite machen. Ich glaube, das reicht mit der einen Lieferung noch gar nicht. Zur Siedlung gelieferte Fracht. Nice. Großlastwagen Kippmulde kann das Ziel nicht erreichen. Willst du mich schon wieder rollen, ey? Wo willst du denn jetzt wieder hin? Da sollst du doch nicht hin. Kann man dem nicht irgendwie sagen, fahr bitte nicht zu diesem einen Ziel? Das muss doch gehen irgendwie. Man muss dem doch sagen können, bitte, bitte fahr da nicht hin. Fahr woanders hin. Überspringe alle Ziele, die du nicht ansteuern kannst. Das wäre schon irgendwie mega geil irgendwie. Oder wir müssen hier ihm noch einen Zugang ermöglichen. Aber das wird hier natürlich nicht einfach an der Stelle. Hier bräuchte man... Warte mal, hier können wir hier eine Brücke einfach so setzen? Das wäre natürlich geil. Oh ja, guck mal, das geht sogar. Na, dann mache ich da jetzt noch eine Brücke hin. So, dann kann er immerhin schon mal hier lang fahren. Dann bräuchte man hier noch eine und hier noch eine. Beziehungsweise wir könnten das hier dann auch einfach mit da drunter noch legen. Was ist das eigentlich? Ach, das ist auch wieder dieses Schrottband, wa? Ja, das ist auch wieder die... Warte, dann macht man das jetzt auch mit da drunter einfach. Das lässt sich ja leicht verlegen. Das ist ja noch nicht wirklich in Benutzung eigentlich. Warte, vielleicht noch hier ein bisschen zurückgehen dann. Ja, dann lege ich das einfach da unten lang einfach. Ich glaube, besser geht das nicht. Dann sind wir das schon mal los. Dann können wir das auch komplett da wegmachen. Und dann ist nur noch das hier im Weg. Und dann können die da besser ranfahren. Dann kann der Große da auch ranfahren. Wir müssen halt jetzt wirklich mal... Aber so viele Stellen sind das eigentlich gar nicht, wo der Probleme kriegt. Das zeigt, dass wir die ganze Angelegenheit hier sehr gut geplant haben. Der wird an wenigen Stellen nur blockiert. Soweit erstmal. Und die Stellen, wo er blockiert wird, sind eigentlich jetzt erstmal nicht so schwierig zu bewerkstelligen. Könnte alles schlimmer sein. So, warte, so, genau. Und dann ziehen wir das jetzt einfach hier. Hier wollte ich, glaube ich, noch eine Stadt bauen, oder? Ich weiß nicht gar nicht genau. Müssen wir mal gucken. Zur Not müssen wir die Stadt halt auch einfach ganz woanders hinstellen. Das geht ja auch. Kann man da so über den Vorplatz gehen? Nee, kann man nicht. Okay. Ist es hier nicht schon das Band? Ich glaube, ja, warte, dann... Nein. Bau das dahin, genau. Und dann, warte. Mach das mal von hier weg. Dann haben wir hier auch weniger Bandsalat da. Dann ist das nochmal ein bisschen ordentlicher alles. Und das muss schnell gebaut werden. Ja, da wollte ich ursprünglich noch eine Stadt bauen. Aber das müssen wir jetzt einfach mal knicken, weil sonst können wir hier keine Fahrzeuge, keine großen hinschicken. Ich würde sagen... Eine neue Stadt wäre dann auch mal an der Reihe.
wo wir halt mehr Platz haben, um uns aufzubauen. Vielleicht tatsächlich noch hier hinten eine machen. Weil hier haben wir auch noch Wasser und so, hier haben wir auch Platz. Und da könnten wir auch noch Gelände aufschütten vielleicht hier. Und da ist ja dann auch noch diese Ölquelle im Wasser. Das heißt, da lohnt es sich sowieso auch nochmal Gelände aufzuschütten. Ist vielleicht keine so schlechte Idee. Ich glaube, das mit den Stützmauern muss nochmal öfter gesagt werden. Hat er nicht auf dem Schirm. Inwiefern denn? In Bezug auf was? Also die Stützmauern, habe ich so verstanden, sind nur dann sinnvoll, wenn du Gebäude hast bei einer Aufschüttungszone oder Absenkungszone, die nicht in Mitleidenschaft gezogen werden sollen durch die Auf- und Abschüttung. Ansonsten sind die eigentlich relativ egal, glaube ich. Das ist nur dann, wenn du die Gebäude da in der Nähe schützen willst, ist das wichtig. Aber das brauchen wir ja nicht wirklich, also... Wüsste jetzt nicht, an welcher Stelle wir da... Da wird zwar eine Warnung angezeigt hier, aber das habe ich ja auch schon geschützt hier mit Mauern. Das kann eigentlich nicht... Und da wird ja nicht mehr gebaggert eigentlich, also... Genau. So, jetzt haben wir das, genau. Ah, guck mal, jetzt kann er ja schon rumfahren wieder. Wo fährt er denn jetzt hin? Köd and waiting, siehst du? Ach, jetzt kann er da hinfahren oder was? Wie macht er denn das jetzt, frage ich mich. Das ist doch, da ist doch noch ein Dings im Weg eigentlich. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er das jetzt macht. Oder hat der so eine Range, dass er das dann einfach da so reinwirft quasi? Der wirft das dann so in hohem Bogen in den Container einfach rein. Der kann da wirklich schon hinfahren, krass. Guckt euch das an. Wie ein Boss macht er das. Ich werd ja wahnsinnig. Boah, mit seiner spukhaften Jedi-Fernwirkung macht er das einfach. Ist ja geil. Geiler Typ. So ein geiler Typ. So, habe ich jetzt meine Hühner. Nein, ich kann immer noch keine Hühner machen. Ich muss noch mal spenden. Wir brauchen noch mehr Spenden für die Hühner. Spenden für die Hühner. Hühner für die Spenden. Bergbaukontrollturm. Erz. Zu wenig. Warte. Hier. Weitermachen. Nicht anhalten. Stopp. Jetzt tun sich wieder die Abgründe auf. Hühner kaufen. Fahr mal mit. Ja, stimmt. Das wurde auch irgendwie gesagt. Man soll irgendwie mit den Fahrzeugen mitfahren können. Warte mal. Hier, ja. Nee, das ist die Verfolgerkamera. Wie kann man... Irgendwer meinte, man kann irgendwie einsteigen. Weil ich irgendwie gesagt habe, es wäre cool, wenn man in ein Fahrzeug einsteigen könnte und mitfahren könnte. Aber das geht nicht. Also ich dachte, das wäre jetzt vielleicht das hier, aber das ist nur eine Verfolgerkamera. Naja. So, warte, da müssen wir jetzt gleich beladende Schiffs starten schon mal. Naja, immerhin haben wir jetzt unsere Anlage noch mal ein bisschen, wie sagt man, barrierefreier gemacht. Ich dachte nur, steuern kannst du beziehungsweise kommandieren. Wie mache ich das denn? Wie kann ich denn steuern? So ja nicht. Also man kann die zu einem bestimmten Punkt jetzt, das ist jetzt neu, im neuesten Patch kann man jetzt einen Punkt definieren, wo sie hinfahren sollen, ja. Aber selber steuern, das geht nicht. Wüsste ich jetzt nicht. Also, dass du wirklich richtig am Steuer sitzt und rumfahren kannst. Das war ja das, was ich gemeint habe. Da haben wieder einige gedacht, ja, das ist, da musst du auch nur auf die Kamera drücken. Aber das ist nur eine Verfolgerkamera, das ist nicht dasselbe. Das ist nicht das Gleiche, meine lieben Freunde. Das ist was anderes. Ich meine das so, dass man wirklich das Steuer in der Hand hat. Guck mal, jetzt haben wir hier schon eine gute Rampe eigentlich. Nicht schlecht. Dann dauert es ja nicht mehr, wie er es gleich da oben wieder aufschüttet. Herrlich. Nice. Guck mal, ich glaube, das geht auch jetzt viel schneller. Man sieht viel schneller Progress. Wenn die da nur aufschütten würden, würde das, glaube ich, zu lange dauern. Okay, da hinten muss er auch aufschütten. Interessant. Naja, egal. Die machen das schon. Nice. Können wir jetzt losschicken? Schon? 60 braucht man noch. Schade, dass man das nicht beschleunigen kann ein bisschen.
Muss unser Kipp-LKW? Keine Aufträge. Das ist auch erstaunlich irgendwie, ne? Dass der keine Aufträge hat. Kann ich gar nicht nachvollziehen eigentlich. Ich überlege gerade, ob ich ihn vielleicht mit hier noch reinnehme in die Mine. Oder vielleicht hier in die Mine. Guck mal, die Mine hat anscheinend nicht genug LKW. Ich pack den jetzt da mit dazu. Komm, was soll der Geiz? Dann kann er sich noch nützlich machen hier. Dann ist der LKW da, der Bagger in der Lage, mehr zu baggern durchgehen. Dann geht das da wieder schneller. Ladevorgang für Siedlung abgeschlossen. So, jetzt hier. Auf zu den Hühnern. Fracht ausliefern. Eine First-Person-Ansicht, meinte Spielberg. Na, halt eine, wo du auch steuern kannst halt. Wo du wirklich das Fahrzeug lenken kannst. Wie beim Euro-Truck-Simulator oder American-Truck-Simulator oder so. Wie bei diesen ganzen Simulatoren-Spielen. So habe ich das halt gemeint, ja. Nicht einfach nur eine Verfolgerperspektive. Eine Verfolgerperspektive, das pinnt halt einfach nur deine Kamera an dem Fahrzeug fest. Aber dadurch kannst du ja nicht steuern. Und dadurch kannst du auch nicht in die Ego-Perspektive gehen, ja. Das haben einige falsch verstanden, glaube ich. Da meinten die nämlich, es geht schon längst. Nee, es geht eben noch nicht. Das geht eben noch lange nicht. Aber es wäre ein schönes Feature, wie gesagt. Hätte, wäre, könnte, würde. Wie sieht es eigentlich mit Wasser aus? Wasser hier ist am Start. Das müssen wir auch mal kontrollieren. Da hatten wir ja auch Probleme gehabt. Hier hinten ist auch genug am Start. Und hier ist... Oh, hier wird es weniger. Aber zumindest haben wir jetzt hier erstmal wieder genug Wasser. Damit hier immer unsere Stromproduktion schön weiterläuft. Aber das Problem hier ist natürlich prekär, ne? Da müssen wir ganz schön gucken jetzt. Da haben wir auch nicht mehr so viel Zeit, um da was gegen zu machen. Fällt mir mal so auf. Warum ist die Pumpe hier eigentlich vollgelaufen? Das kann ja eigentlich nicht sein, ne? Guck mal, da ist... Die ist vollgelaufen, weil von hier letztlich jetzt noch Wasser in der Querverbindung kommt. Die Pumpe müsste man eigentlich, warte mal, die müsste man eigentlich hier mit dran packen noch. Da müsste man sie dran packen. Aber da ist schwer jetzt, das Hinkommen ist jetzt schwer da, ne? Man könnte die hier vielleicht wieder zurücklegen. Oder hier außenrum. Und dann... hier irgendwie noch mit reinpacken. Aber ist das nicht eigentlich hier? Warte mal, das ist doch diese. Guck mal. Ah, guck mal, genau. Wir können die da... Warte. Wir legen einfach das Rohr direkt da gegenüber hin noch. Dann passt das. Dann geht das nämlich nicht da lang. Das reißt man hier nämlich jetzt einfach weg. Bis hierhin reißt man das ab. Dann geht das jetzt zwar nicht direkt zu den Kraftwerken hin, sondern es geht jetzt erstmal in die Tanks, aber dann hat nämlich die Landwirtschaft auch noch was davon, von dem Wasser. Und die ist ja hier schon maximal ausgelastet, wie es aussieht. Und ich glaube, ein Wasserreservoir verträgt schon das Anzapfen durch zwei Pumpen. Das müsste eigentlich gehen. Dann läuft die jetzt nämlich auch durch hier. Dann haben wir eine doppelte Entsalzung und eine doppelte Pumpe. Das müsste eigentlich hoffentlich einen Überschuss erzeugen. Und ab und zu kommt ja hier auch durch das Regenwasser noch ein bisschen eine Querergänzung zustande. Genau. Jetzt haben wir immer weniger Kohle. Na, mal gucken. Vielleicht ist ja jetzt der große LKW, wenn der jetzt hier mitmacht. Vielleicht hilft das ja jetzt ein bisschen. Wo ist er denn gerade? Ist er schon drin? Fracht ausliefern und Hühner kaufen. Genau. Ist es jetzt mal passiert? Ja, wir können Hühner kaufen. Yay! Tiere wurden an ihre Farm geliefert. Wie viele brauchen wir denn eigentlich? Vermehren die sich dann auch selbst? Oh, ich glaube, wir brauchen da ein paar mehr noch. Mehr Hühner! Ich brauche mehr Chicks. Gebt mir Chicks. Jawohl, 240 ist, glaube ich, okay, oder? Ich weiß ja nicht, ob die sich selber noch vermehren. Wenn aktiviert, erscheint ein großer Schieberegler, dem die Gesamtzahl der Tiere in diesem Betrieb über den roten Schieberegler... überschüssige Zahl für Produkte, bla bla.
Okay, Eier produzieren wir schon. Warte mal, kann ich die direkt an die Stadt schon liefern eigentlich? Kann man die Eier da direkt reinpacken? Ja, Eier können wir schon direkt reinpacken. Das ist ja cool. Die Hühner vermehren sich. Nice, die Dinosaurier vermehren sich. Aber mein Großvater hat gesagt, dass alle Dinosaurier Mädchen wären. Nice, wir haben Hühner, meine lieben Freunde. Wir haben Hühner, dass ich das noch erleben darf. Und an dieser Stelle endet diese Folge Captain of Industry. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigungen, damit ihr immer mitbekommt, wenn es neue Videos gibt. Und ihr könnt auch gerne mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE Spiele kaufen im Epic Store. Für euch wird es dann nicht teurer. Aber ihr unterstützt mich mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und es wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Und an der Stelle bedanke ich mich auch, wenn ihr das schon gemacht habt. Ich bedanke mich auch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao.